Guten Abend, meine Damen und Herren. Seien Sie herzlichst begrüßt zu unserem heutigen Agile Care Workshop. Heute ist der 28. November 2022 und ich begrüße Sie ganz herzlich und möchte auch gleich zu Beginn Ihnen für Ihre Teilnahme danken, denn Sie haben ja nun schon eine ganze Zeit treu teilgenommen an den Workshops und unser Wunsch ist es, dass wir zu den Workshops dazu beitragen, dass Sie eine bessere Lebensqualität bekommen. Bessere Lebensqualität durch effektiveren Einsatz von Agile Care. Denn das kann Agile Care. Zu Beginn möchte ich auch gleichzeitig meine Frau Renate begrüßen und Tochter Claudia. Sie sind im Hintergrund und Sie wissen schon, Sie helfen mir, Ihre Fragen aufzunehmen. Während der Zeit, während ich hier vorbereitet einige Bemerkungen mache, heute wieder zu einem, denke, sehr aktuellen, interessanten Thema. Und so fällt es mir eben dann nicht so schwer, dem Chat zu folgen, beziehungsweise ich könnte das gar nicht gleichzeitig während des Sprechens dem Chat zu folgen. Und schließlich geht es ja darum, dass wir Ihre Fragen ordentlich beantworten und dass Sie etwas davon haben, von den Antworten. Ja, zunächst meine Frage und ich schaue dabei in den Chat, ob ich gut zu vernehmen bin, akustisch, ob Sie mich hören. Vielleicht kann jemand, ach, ich sehe schon, ja, Herr Zustira schreibt mir, dass Bild und Ton gut sind. Vielen Dank, das beruhigt mich etwas und dann können wir ja starten. Ja, zunächst möchte ich Ihnen die Folien als PDF zum Download anbieten. Sie können das ab jetzt im Download durchführen. Ich empfehle Ihnen das, denn dann haben Sie schon, ohne etwas mitzuschreiben, etwas, was Sie weglegen können. Und ich sage das schon mal, schon Goethe hat gesagt, was du schwarz auf weiß besitzt, das kannst du wohl nach Hause tragen. Das ist für den Fall der Fälle immer zum Nachschlagen, denke ich doch, ganz gut. Und hier und da gebe ich Links an, also Internetverbindungen an, Linkadressen. Und die brauchen Sie sich nicht abzuschreiben, sondern Sie können sie sich dann in der PDF dann herunter auslesen. So, und schon starte ich die vorbereitete Präsentation und hoffe, dass das jetzt hier klappt. Jawohl, Sie sehen am Datum, dass ich das Richtige hochgeladen habe, nämlich heute zum 28. November. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, ich blende immer zu Beginn die Kommunikationswege zu uns ein. Das tue ich auch jetzt hier. Und wir haben also hier die Möglichkeit, über unser Ticketsystem, Live-Chat oder Forum sich mit uns zu verbinden oder, was das Forum betrifft, sich mit anderen Anwendern auch zu verbinden, auszutauschen. Und dazu habe ich den entsprechenden Link aufgelistet. In der nächsten Abteilung können Sie sehen, welche Telefonnummer Sie benutzen können, wenn Sie Bedarf haben, mit mir zu telefonieren. Immer zwischen Montag und Freitag, zwischen 9 und 10 Uhr ist das möglich. Sie brauchen nur einmal kurz anzuklingeln. Ich rufe Sie garantiert zurück und ich denke, das funktioniert auch zuverlässig. Bitte benutzen Sie nur diese Telefonnummer und bitte benutzen Sie auch nur die angegebenen Zeiten. Ja, den Workshop, den Sie jetzt gerade besuchen, den kann ich auch nur empfehlen und ich empfehle Ihnen das Registrieren dazu, denn damit bekommen Sie stets ja unsere Mitteilungen, Nachträge, Hinweise zur Aufzeichnung und so weiter. Und ich möchte auch schon darauf hinweisen, dass wir dann mit dem Jahreswechsel eine neue Verbindung haben zum Workshop. Bis dahin ist aber immer der direkte Zugang zum Workshop, den Sie jetzt gewählt haben, ist bis dahin immer der gleiche. Auch mit dem Jahreswechsel wechselt auch das, das ist gezwungenermaßen. Sie bekommen aber dazu
von uns eine Benachrichtigung, dass Sie sich dann bitte auch registrieren möchten. Das empfehle ich, denn das vereinfacht vieles. Das heißt, Sie können bequemer leben. Ja, und dann, wie jedes Mal, blende ich hier die beiden Links ein, mit denen Sie etwas zusätzlich erfahren können, Ihr Wissen aufbessern können zum Basiswissen und Ihr Wissen aufbessern können zum Wissen um Randbedingungen. Das sind beides YouTube-Kanäle. Und hier noch etwas Neues. Wir haben seit einiger Zeit, das heißt seit ungefähr einem Monat oder etwas länger, die Präsentationen, die ich gebe zum Workshop, auch auf Vimeo abgelegt. Vimeo, ich habe das hier eingeblendet, wie das geschrieben wird, können Sie erreichen, indem Sie eben eingeben vimeo.com und dann können Sie dort das Suchwort eingeben, Agilcare, in dieses Feld, wo Sie etwas eintragen können, nachdem Sie suchen. Und dann werden die bis jetzt dort abgelegten Informationen als Video abgelegt und Sie können dann dort auch die PDFs, die ich im Workshop zum Herunterladen anbiete, können Sie dann auch herunterladen. Diese haben dann nicht den Verfall von 10 Tagen, mit dem Unterschied, dass es hier natürlich nicht um die zu verfolgen geht, welche Fragen gestellt wurden aktuell und wie wir die beantwortet haben. Das ist uns rechtlich nicht gestattet, das so offen darzulegen. Deshalb ist das nur die jeweilige Präsentation und dazu die herunterladbaren PDFs. Also ich denke, ein weiterer Service von uns und Sie können also jetzt davon ausgehen, dass Sie dort sukzessive alle Agilcare Workshops Teil 1 sozusagen jeweils dort ablegen können, dass Sie sie dort finden. Ja, und dann gibt es seit einiger Zeit, Sie haben das vielleicht schon auch im Workshop mitbekommen und vielleicht betrifft es auch einige von denen, die jetzt hier am heutigen Workshop teilnehmen, dass wir mit der Unzustellbarkeit bei einigen Probleme haben. Das heißt, es sind hauptsächlich die von der Telekom mit dem Portal t-online.de provideten E-Mail-Postfächer, die Probleme bereiten. Und ich möchte hier nur nochmal angeben, was es dort für Möglichkeiten gibt, wenn Sie unsere Nachrichten nicht erreichen. Erst einmal, es kann im Spam-Ordner sein. Das wäre das Erste, wo Sie nachschauen sollten, wenn Sie etwas vermissen. Zweitens möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir niemals eine Fehlermeldung zurückbekommen. Denn wenn zum Beispiel Ihr Postfach voll wäre oder nicht erreichbar wäre, dann würden wir eine Fehlermeldung bekommen und wüssten wir, wie wir zu agieren haben. Aber in keinem der reklamierten Fälle ist es so, dass wir dort eine Fehlermeldung bekommen. Und von unserer Seite haben wir keinerlei Begrenzung der Adressdaten. Also wir haben nichts an Filtern bei uns, was sozusagen Einzelne von Ihnen ausblenden sollte. Also das ist absolut nicht der Fall. Und da würde man also drittens sich die Frage stellen, in so einem Fall, wo etwas nicht ankommt und wir ja keine Fehlermeldung zurückbekommen, ist das vielleicht eine Blockade auf der Empfängerseite? Denn dann bekommen wir ja auch keine Fehlernachricht an uns, wenn es dort eine Blockade gäbe. Ja, und wir müssen eben feststellen, dass gerade die großen Provider, und da gehört die Telekom dazu, dass die oftmals E-Mails blockieren, aus verschiedenen Gründen und dass sich das über die Zeit auch geändert hat. Damit erklärt sich auch oft die Frage, es hat doch früher funktioniert, das höre ich also oft, dass gesagt wird, es hat doch früher funktioniert, jetzt funktioniert es auf einmal nicht mehr, da müssen Sie doch was geändert haben. Wir haben nichts geändert. Wir haben im Gegenteil immer mehr versucht zu erforschen, warum bestimmte Sachen nicht zugestellt werden, aber es ist natürlich für uns schwierig, wenn wir keinen Fehler zurückbekommen. Und es kann also auch sein, dass die Provider ihre Politik ändern auf bestimmten Gebieten und auch für einen Teil der Kunden, also für einen Teil von Ihnen, dass es eben dann zum Beispiel nicht mehr möglich ist, E-Mails zu empfangen, in denen Links sind. Das ist sozusagen auch möglich. Das kann aber bei Ihnen auf Ihrer Seite eventuell auch eingestellt werden. Da müssen Sie einmal nachschauen. Sie, genauso wie Sie unsere Absenderadresse im Spam-Ordner herausnehmen können und das sozusagen Ihrem System mitteilen können, dass es nicht wieder im Spam-Ordner landet. So können Sie also auch
das einstellen, dass bestimmte Links oder überhaupt Links in E-Mails weiterverarbeitet werden. Es kann durchaus sein, dass das bei Ihnen aufgrund von Updates verändert wurde oder durch veränderte Politik der Provider. Ja, also vieles ist unbekannt für uns, woran das eigentlich liegt. Und wir haben uns wirklich, das können Sie uns glauben, sehr, sehr stark dort engagiert, um herauszubekommen, warum mehrere von Ihnen unsere E-Mails nicht bekommen und wechselweise ab und zu und so weiter nicht bekommen. Das ist also auch kein statischer Prozess, keine statische Ablenkung. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen und ich bedanke mich bei den vielen von Ihnen, die dem nachgekommen sind, dass Sie einfach einen Wechsel bzw. eine zusätzliche E-Mail-Adresse sich erstellen lassen. Das ist ja kostenlos möglich bei irgendeinem der Provider, wie zum Beispiel gmail.com oder gmx.com oder gmx.de oder web.de. Ja, das kann man ja bekommen und Sie können ja dann das so einstellen. Also uns natürlich erst einmal diese E-Mail-Adresse mitteilen. Wir würden das in unseren Unterlagen sofort aktualisieren. Und dann können Sie ja bei sich dafür sorgen, dass diese E-Mail automatisch umgelenkt wird zu Ihrem entsprechenden Programm, dass Sie da also nicht zusätzliche Arbeit haben sollten. Also das sind keine zusätzlichen Kosten, das ist keine zusätzliche Arbeit bei Ihnen auf Ihrer Seite und wir würden sozusagen die Zustellbarkeit an Sie dadurch verbessern. Ich bedanke mich bei denjenigen, die das so gemacht haben, wo das mit dem Punkt auch absolut gut funktioniert hat, nachdem Sie ein anderes Postfach mit aufgenommen haben. Ich versuche immer hier zu sagen, wechseln. Ich habe auch hier Wechsel geschrieben, aber das stimmt ja nicht. Sie können ja Ihr Tier-Online-Fach belassen und machen nur ein zusätzliches und teilen uns mit, wie das zusätzliche heißt. Also der Wechsel ist hier nicht richtig geschrieben, sondern ein zusätzliches Postfach sollen Sie sich einrichten bei einem anderen kostenlosen Provider. Ja, und das Thema, und mit großer Freude nenne ich das wieder, wie jedes Mal, dass Sie ja, wenn Sie AgileCare machen, von den Ergebnissen begeistert sind, eventuell begeistert sind, jedenfalls sich auf jeden Fall freuen, dass Sie die Lebensqualität verbessern können mit AgileCare. Und dann möchten Sie das auch anderen lieben Menschen empfehlen, was bedeuten würde, dass derjenige oder diejenigen sich auch ein AgileCare zulegen. Und diese Empfehlung, wenn es dann zum Kauf gekommen ist, das würden wir uns gern etwas kosten lassen mit einem kleinen Dankeschön. Von 150 Euro stehen wir da bereit und würden Ihnen dieses überweisen, nachdem diejenigen dann in unserem Shop, nämlich in shop.schmerzen-was-tun.de gekauft haben. Nur sollten Sie, damit wir das abwickeln können, uns den Namen der potenziellen Käufer mitteilen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an die eingeblendete Adresse, nämlich support@ulrich-mtc.de. Und wenn wir das noch nicht, wenn wir Ihre Kontoverbindung noch nicht haben, dann geben Sie uns die mit an und dann funktioniert das. Dann können wir Ihnen ein Dankeschön geben. Denn uns freut es doppelt, denn erstens einmal gibt es wieder Menschen, die mit AgileCare ihre Lebensqualität verbessern können. Und zweitens haben Sie sich dafür eingesetzt, Ihr Engagement, und dafür möchten wir uns bedanken. Vielen Dank. Ja, heute möchte ich auf AgileCare parallel eingehen. Ich habe im Ende des Februar diesen Jahres über die Neuigkeit von AgileCare parallel gesprochen und habe dort die verschiedenen Möglichkeiten aufgelistet, über die ich heute auch nochmal sprechen möchte. Aber heute sind wir in der Lage, schon zu sehen und mit Freude das zu vermerken, dass diejenigen, die AgileCare parallel verwenden, uns die Rückmeldung geben können, es ist offensichtlich noch effektiver als AgileCare. Und deshalb will ich hier noch einmal die Technik darstellen und die Möglichkeiten. Hier haben wir also im Bild die Front von der Frontseite aufgenommen, AgileCare parallel. Sie sehen, es unterscheidet sich dadurch, dass wir dort eben zwei Ausgangsbuchsen haben. Eine, die ist schwarz markiert und trägt die Kennung A. Und die zweite rechts daneben ist rot markiert und die trägt die Kennung B. Das ist also der äußerliche Unterschied vom AgileCare parallel. Angesteuert wird sie mit derselben Software, gar keine Frage. Und im Zubehör, was Standardzubehör heißt, ist es erweitert. Wir haben also
zusätzlich zu den zwei Handelektroden mit dem Kabel dazu jetzt zwei Handelektroden zusätzlich und zwei Paare Haftelektroden zusätzlich und die zusätzlichen Kabel. So ist das mal hier dargestellt, wie das hier zu sehen ist. Sie merken natürlich, dass wir hier nur zwei Kanäle anschließen können. Also in dem Fall könnte es jetzt ja sein, dass zweimal die Handelektrodenpaare angeschlossen sind. Ich erkläre gleich, wann das interessant ist. Nämlich, habe ich das mal hier aufgelistet, es können zwei Personen gleichzeitig die Handelektroden, nämlich in den Ausgängen A für die eine Person und Ausgang B für die zweite Person anwenden. Oder eben auch Haftelektroden können eingesetzt werden. Aber ich kann berichten, dass ich jetzt schon, muss ich ganz kurz überlegen, ja 10 Monate fast, das mit meiner Frau mit beiden Ausgängen benutze. Und weil wir sehr gern zusammen sind, führen wir zum Beispiel die Anwendung, die wir gleich durchführen, nämlich SAL1 ist das häufigst, dass wir die sozusagen mit zweimal Handelektroden durchführen. Und für uns ist das natürlich sehr schön. Wir sitzen sozusagen beide gemeinsam und genießen Agile Care mit Handelektroden. Aber es kann natürlich auch mit Haftelektroden sein. Der zweite Fall ist, es kann eine Person sein mit zwei Kanälen gleichzeitig. Und da bekomme ich ganz viele Rückmeldungen berichtet und ich mache das auch selbst ab und zu, wenn ich eben nicht gerade mit meiner Frau Renate das zugleich anwende, dass ich dann eben zwei Kanäle gleichzeitig für mich benutze, nämlich einmal über den Ausgang A die Handelektroden und über Ausgang B die Haftelektroden. Und so habe ich den Eindruck und zu meiner Freude haben wir sehr, sehr viele Rückmeldungen, dass es noch effektiver, das heißt noch schneller geht, die zugehörigen Mikroorganismen zu beseitigen. Also Rückenschmerzen sind schneller weg, Erkältung, grippaler Infekt ist schneller weg, irgendwelche Schmerzen, die auf der Grundlage von Mikroorganismen sind, und ich denke, das sind sie alle, die sind schneller weg und es hält auch besser an. Also das ist sozusagen das, was wir hier mit der zweiten Version, mit den zweiten Möglichkeiten, also Personen mit zwei Kanälen gleichzeitig zu berichten haben. Wir können aber auch zwei Personen gleichzeitig mit Haftelektroden einsetzen. Also das sind sozusagen A, die Person selbst hat über den Ausgang A die Haftelektroden und über Ausgang B die Haftelektroden. Sie können sich vorstellen, und ich habe das ja auch schon sehr oft gesagt, dass wir Haftelektroden in den Fußsohlen bevorzugen, weil wir dort einen sehr guten Zugang zum Gesamtkörper haben. Und nehmen wir einmal an, es gibt einen Hüftschmerz, dann können wir die Haftelektroden einmal vom Kanal A an die Fußsohlen bringen und vom Kanal B die Haftelektroden dann an die Hüfte, dorsal und ventral, anbringen und die entsprechenden Anwendungen durchführen. Und außerdem könnte man noch, das habe ich im Februar noch nicht gewusst, dass man da auch sehr erfolgreich ist, wir können natürlich auch sehr viel Zeit sparen, indem zum Beispiel eine Person das anwendet und der zweite Kanal mit Haftelektroden oder Handelektroden, wie Sie wollen, das Wasser in einer Flasche markiert. Also auch das ist möglich und genauso wie es natürlich möglich ist, und das letzte Beispiel, dass Sie zwei Flaschen Wasser zugleich markieren. Denn oftmals ist es so, dass das Volumen für die Familie über den Tag des Wassers, was wir markieren, nicht ausreichen. Und deshalb ist es ja schön, wenn man zwei Flaschen mit einmal markieren kann. Man muss natürlich etwas beachten dabei, nämlich, dass die Kanäle nicht in Gegenphasenlage sind. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die Signale vom Kanal A nicht durch die Signale vom Kanal B aufgelöst werden oder neutralisiert werden. Oder umgekehrt, dass die Signale vom Kanal B durch die Signale vom Kanal A neutralisiert werden. Da muss man aufpassen. Und da gibt es eine einfache Regel, nämlich man muss in der Phasenlage liegen, in der gleichen. Und das heißt, wir haben an den Kabeln grüne Markierungen. Wenn man so ein Parallelgerät hat, hat man an den Kabeln grüne Markierungen. Das gilt sowohl für die Haftelektrodenkabel als auch für die Handelektrodenkabel. Und wenn man aufpasst, dass die grünen Markierungen, und an jedem Kanal ist immer nur eine davon markiert, dass die auf derselben Körperhälfte sind, also beide grünen Markierungen links oder beide grünen Markierungen rechts oder beide grünen Markierungen unten, also kaudal, oder eben beide grünen Markierungen oben, also kranial,
dann ist das in Ordnung. Und wenn man es nicht so ganz kompliziert darstellen, wie ich es eben gemacht habe, dann sagt man, die Regel heißt, grün darf niemals diagonal anzutreffen sein. Ja, und ich hatte ja schon gezeigt, was jetzt zu dem Gerät dazugehört. Jetzt sehen Sie noch einmal hier deutlicher, dass an den Kabeln immer bei jedem Kanal grüne Markierungen sind. Nun sehen Sie es links nicht, weil es im Foto nicht mit integriert wurde bei dem Haftelektrodenpaar, aber Sie sehen es bei dem linken Handelektrodenpaar, Sie sehen es bei dem rechten Handelektrodenpaar, also beim schwarzen Handelektrodenpaar und beim roten Handelektrodenpaar. Und dann sehen Sie es auch noch bei dem roten Haftelektrodenpaar. Da sehen Sie es auch, dass es eine grüne Markierung gibt. Und so gibt es die auch links bei dem schwarzen Haftelektrodenpaar, bloß eben hier nicht dargestellt. So, und wenn man das jetzt hört und ich das so preise hier, wie gut das geht und von den Erfahrungen berichte, dann sind Sie, die meisten von Ihnen, ja nicht ein Agilcare-Parallelgerät, sondern ein Agilcare-Gerät. Wie können Sie sich die Vorteile auch zu Ihnen, zu Ihrem Gerät holen? Und das geschieht, wenn Sie das möchten, wenn Sie sozusagen die ganzen Möglichkeiten, die ich aufgezählt habe, die Vorteile mit nutzen wollen, dann können Sie Ihr Agilcare Pro mit einem Erweiterungskit erweitern. Der Erweiterungskit, den habe ich hier mal bildlich und auch in der Liste dargestellt. Sie bekommen also von uns zwei Kabel für Handelektroden, natürlich mit Phasenmarkierung, zwei Kabel für Haftelektroden mit Phasenmarkierung, ein zusätzliches Paar Handelektroden und für das andere Paar benutzen Sie die schon bei Ihnen vorhandenen Handelektroden. Es gehören zwei Paar Haftelektroden dazu und damit Sie das anschließen können, denn Sie haben ja nur einen Anschluss an Ihrem Gerät, bekommen Sie von uns mit diesem Erweiterungskit ein Y-Stück, das Sie einfach zwischen Anschluss des Gerätes beim Agilcare und dem jeweiligen Elektrodenkabelpaar einsetzen. So ist es also die Möglichkeit und ich kann Ihnen gern einmal das kurz vorstellen, wie das im Shop aussieht, wie Sie das finden. Und da wähle ich mich mal in den Shop ein. Sie können gleich teilhaben, indem ich den Bildschirm freigebe. Und ich hoffe, dass ich das auch kann. Warum soll ich das eigentlich nicht können? Ich habe es jedenfalls schon öfter gekonnt. Und da sehen Sie jetzt, ich hoffe, ich blicke mal zu meiner Frau rüber, ob das zu sehen ist, die Shop-Darstellung. Und da sehen Sie ja nun den Shop. Und Sie würden hier bei Geräte, Sie haben hier oben Home, Geräte, Downloads, Naturprodukte und Zubehör. Und wenn ich auf Geräte klicke, dann können Sie dort Agilcare Pro sich anschauen. Ja. Dann sehen Sie auch, dass es teurer ist als das Agilcare, ganz klar wegen des erweiterten Zubehörs. Und wenn Sie auf Naturprodukte und Zubehör gehen, dann finden Sie dort einen Satz Erweiterungskit für Agilcare Pro. Und da sehen Sie dort nochmal die Abbildung, was alles zu dem Erweiterungskit gehört und wie Sie damit umgehen können. Das habe ich Ihnen ja gesagt, dass Sie also dort dann weitere Möglichkeiten haben, so wie ich es Ihnen dargestellt habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für Sie interessant ist. Ja, es bleibt dann nur noch die nächste Folie, jetzt Ihre Fragen. Und darum würde ich Sie bitten, dass Sie jetzt Ihre Fragen mir bitte stellen.